Omar Tassat. Ich bin der Daniel Namashiran. Ich bin Tiami Elishaya. Omar Tassat. Omar Tassat ist Lichtsprache. Ariso Am. Und mit diesen Worten möchten wir euch hier in Rona am Summer Never Ends Festival 2009 ganz herzlich willkommen heißen. Ja, wir sind hier am Summer Never Ends Festival in Rona. Das ist voll der Pleasure. Im Fall. Nur das Wetter könnte besser sein. Ja, aber es kommt morgens noch. Aber es ist nicht zu vergleichen mit den letzten zwei Jahren. Nein. Weil das Mal hat es massiv zu viele Leute und zu viel Kommerz. Die Reiber haben nie Zeit, um ein Statement zu geben. Die müssen immer fahren. Und schauen, dass die Tür nicht abgeht. Jetzt ist es zu. Ciao miteinander. Ich bin jetzt gerade duschen. Es war verdammt kalt, aber man fühlt sich hure geil nachher. Ich habe mega ungemütlich geschlafen. Ja, schlafen ist nicht so schön. Der Zeltplatz ist ein bisschen ungerade, aber sonst ist es schön. Sonst war es easy. Ja. Hello, Switzerland, I love you. Oh, sorry. I love you, Switzerland, Perplex. Ronen Dan, come tomorrow to the dance floor, I will rock you. Die Grosse kommt erst morgen. Ja, jetzt. Also wir machen heute noch Flüge. Grüezi miteinander. Wir sind hier in der Sanitätshilfstelle des Festivals in Rona. Mein Name ist David Ueli Rade. Ich bin der Einsatzleiter für die Sanität. Wir haben hier das Gebiet, wo die Leute für einfache Sachen verarbeitet werden. Das sind Tabletten, Schmerzmittel, als Beispiel, oder dann kleine Verbände. Da ist unser Material. Und hinten dran, wenn wir Leute haben, die wir genauer überwachen müssen, Herzüberwachung, Defibrillatoren, auch alles, was dann eben kreislaufmäßig etc. wichtig ist. Selbstverständlich auch mit den entsprechenden Medikamenten alles zusammen. Wir sind hier am Summer Never End Festival in Rona. Ich bin Sandra vom Sicherheitsdienst der SGS. Ja, manchmal sind wir ein bisschen böse, wirken wir ein bisschen böse auf euch, aber das hat seine Gründe und das werdet ihr heute mal sehen. Werdet ihr mal hinter die Kulissen schauen können und dann weiss man dann, warum dass es so ist, wie es manchmal ist. Wir sind ja eigentlich nicht böse, aber wir müssen uns eben durchsetzen und das ist ja so in diesem Job. Gehen wir mal schauen. Ich bin verantwortlich, dass da niemand auf den Platz kommt, wo die Party erst am Abend steigt. Wie ihr auch seht, hat es Abschrankungen, was leider die meisten Leute nicht so richtig kapieren wollen, für was das da ist.
Das wäre eigentlich ein Bild von mir. Hättet mir ein bisschen ringer, wenn ihr mehr darauf schauen würdet, dass Abschrankungen einfach da sind, damit man nicht durchläuft. Also, hat sonst genug Platz, wo man durchkommt, und das wäre eigentlich ein Anliegen von mir. Merci. Also wir zwei sind hier Patrouille. Wir können das ganze Gelände absichern. Wir schauen, dass niemand im Naturschutzgebiet haben wir da zum Beispiel, dass niemand ein Tier geht, dass es keine Schäden gibt. Und schauen auch, wie die Leute zu Wege sind, ob es viel getrunken hat, ein Schatten tönt und so. Und ja, wir sind hier für die Sicherheit, oder? Hauptsächlich. Natürlich, wenn wir jemanden sehen, Umdeilen machen und tun, tun wir die Polizei abliefern, nehmen wir den Hobbs und arbeiten mit ihnen zusammen. Und wir sehen, das ist das Zelt zum Beispiel. Da ein Dancefloor. Den machen wir auch regelmässig Kontrollen. Da hinten auch. Und jetzt können wir noch weitergehen. Das ist nur unsere Aufgaben sind. Hey, hallo. Hey, hoi. Gut. Sehen wir dich auch wieder mal? Ja, ich hey, voll cool. Partys, oder? Hey, voll genial, wenn der noch aufgestellt hat. Voll schön. Hey, aber jetzt mal, musst du mal erklären. Da ist sicher mal die Einkaufsmeile. Genau, ja. Da ist ein Kleinflor, oder? Der Kleinflor, da der Groß. Da ist der Groß. Genau. Und da fahren wir einen Campingplatz. Ein Camping? Reserve. Ah, das ist voll cool. Chillout? Chillout, da ist hey, auch ein Zelt drin. Ah, voll, das ist voll geil. Voll cool. Gut, gut, einfach, hey, man sieht ja, sich. Ja, du, gell, man sieht sich, gell, du, tschüss. Spass. Wir schauen auch, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten können, dass wir gut auskommen mit ihnen. Weil wenn man einen Wald ruft, so kommt es retour. Und ist ja so, kann man mit weniger Leuten kann man grössere Masse bewältigen. Wenn man mit den Leuten freundlich ist, auf sie zugeht, ihnen auch etwas erklärt, wieso und warum sie es nicht machen dürfen, dann haben sie auch Verständnis. Und selber schauen sie eben auch, wenn jemand zum Beispiel über die Abstreuung geht, in ein Naturschutzgebiet, sagen sie auch, rufen sie selber, hey, komm, retour und so, da darfst du nicht rein. Und so kann man das Zeug besser erledigen und schneller. Man kann sich auch noch auf die wesentlichen Sachen sich konzentrieren. Hier haben wir die Einkaufsmeile. Da sind wir natürlich auch am Schauen, dass nicht geklaut wird. Oder sonst in einem Ständer mit jemandem Probleme oder viel getrunken hat. Dass ich nicht weiss, wie benehmen, dass wir den holen und rausstellen. In der Zeltstadt ist unsere Aufgabe, zu schauen, dass es keine offene Feuer gibt, die unkontrolliert ausbrechen können. Weil wenn man sieht, wie so eine Zeltstadt brennt, wie schnell es da geht und auch Verletzungen das gibt, dann wird nie mehr ein offenes Feuer machen. Gleich ist auch die Aufgabe, zu schauen, dass niemand eine Überdosis von Alkohol und so in die Sonne liegt, zum Beispiel. Dann gehen wir die in den Schatten rein. Und das ist alles vorwirkend, dass es keine Schäden gibt. Wir sind vor allem da für die Sicherheit der Leute, dass nichts passiert. Und sozusagen der Papi von allen Amis, oder? So kommen wir uns an uns vor. Wir schauen, dass auch bei uns in der Firma niemand schafft, der aggressiv ist. Also irgendwelche Kickboxer und so, die noch drauf los sind zum Schlägern, da brauchen wir in unserer Firma nicht. Wir schauen, dass wir mit den Leuten reden können. Und meistens ist es sowieso, wenn man nach dem Chef gehört, schlussendlich sind wir nach einer Woche dann, sind wir noch mehr heißer oder etwas anderes. Und dann ist dann auch alles gut gewesen. Viel Spaß noch. Gut für dich.